Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir begrüßen Murat Didin, den Coach der Gloria Giants aus Düsseldorf. Wir begrüßen Ingo Enskat, den Coach der Gralsheim Merlins, und Martin Romig, den Manager. Ja, Frage an Murat Didin. Ihr habt sehr lange bis zur Halbzeit sehr aufmerksam gespielt. Dann waren wir gleich auf und dann kam plötzlich so ein 10-0-Run. Das war bitter, oder? War das der ausschlaggebende Spielzug? Yeah, maybe the first half we try to play defense, to stay strong in the game. And as much as we can, we did it. But at the end, unfortunately, first time we are playing without Aubrey Reese. So this is the first game without our playmakers, and nearby it we don't have the second playmaker, Marin. He also broke his nose last week. Last week we had a victory, but we lose two of our players around 3-4 games. And then also we don't have Quadra Roris, so which means that we lost some deepness of the bench. So Hunter, which is your ex-player, and Jehan is a Cuxhaven player. First time they were with us. So it's not too easy to play 40 minutes very control game. So maybe that was the reason. I mean, you had a 10-0 run. And the other thing, maybe the game, you get a little bit nervous because of the pressure. But at the end, this is basketball. Basketball should be like this. So I have to give my compliments to all of you, Martin, Ingo, to the club, because it's a very nice atmosphere. Only I thought that Gralsheim is in Germany, but today I saw that Gralsheim is in Mediterranean, not in Germany. So, so this is not the typical expected, the German basketball fans, even the fans are playing with you, they are, I mean, disturbing you, I mean, a little bit irritating you, which is nice. This is the part of the game. So I think during that moment, also you know how to affect the referees very well. When they call the one call, foul, he cannot call the second one easily, which is nice. Just like in Turkey, just like in Italy, Greece, Spain, you do the same thing. So here you have to play with a strong team and have to control the game 40 minutes. If you lose the control, I mean, you are not playing with five guys, you are playing, I don't know, 1,005 guys. Everyone is effective at the court. They are affecting us, they are affecting the referees, officials. So every time in crisis time today, I see that you can hit by any 10-0 series. I hope next time we'll be full roster. Who knows, maybe before the playoffs, because it's really nice atmosphere to be in. Maybe we can one more time and play one more time. So congratulations for all of you, for the staff, and for really very nice basketball family atmosphere. Thank you. Also wir machen das mit dem einen Mikrofon. Kurz gesagt, wer es nicht alles verstanden hat, er hat euch gelobt, das Publikum war spitze. Er hat mit zwei neuen Spielern gespielt, das war für ihn dann nicht so einfach, aber er hat das Spiel nicht kontrolliert und wer hier das Spiel nicht kontrolliert, verliert gegen das Publikum. Und nicht nur gegen die Mannschaft war die Zusammenfassung dessen, was er uns hier erzählt hat. Ingo, wir werden nachher noch eine Frage aus dem Internet. We're gonna have some questions from the internet also. Only two questions, because we promised we're gonna give two questions from the internet, from the live chat. So, Ingo, du hattest nach dem Sieg gegen Bayern gefordert, dass die Mannschaft voll da ist. Im ersten Viertel hatten wir viele schöne Fast Breaks, aber dann hat es ein bisschen gestockt. Warst du auch nicht ganz glücklich damit, oder? Aber am Schluss hat es gut geklappt noch. Also erstmal, Coach Didin hat sein Team super vorbereitet. Die haben es sonst sehr schwer gemacht, heute das Spiel zu gewinnen. Ist eine sehr stabile Mannschaft, die, wie er ja selber gesagt hat, auf den Außenpositionen so momentan Verletzungsprobleme hat. Die Inside aber sehr stark besetzt ist. Und das haben sie sehr lange sehr gut ausnutzen können gegen uns. Und wir haben da schon Probleme gehabt.
Ich gebe dir recht, wir hatten im ersten Viertel sehr viele schöne Schnellangriffe, die wir dann am Ende alle ins Ausgeworfen haben. Das bringt natürlich dann wenig. Schnell spielen und den Ball schnell wieder ins Auswerfen bringt keine Punkte. Da muss man ein bisschen kontrollierter abschließen. Das hat uns gegen Bayern deutlich besser ausgezeichnet. Das war heute weniger. Ich glaube aber, der Druck war auch heute deutlich höher und das hat man den Jungs angemerkt. Die wollten mit Sicherheit mit der gleichen Intensität spielen wieder in dem Testspiel. Es ist nur nicht so leicht umzusetzen, weil die Erwartungshaltung jetzt nicht nur von euch, sondern auch von den Jungs an sich selber ist natürlich, dass die dann da richtig Druck machen wollen und dann passieren Fehler. Du kannst nicht so richtig Selbstvertrauen aufbauen und dann ist das Spiel natürlich lange Zeit auf der Kippe. Da müssen wir einfach noch ein bisschen abgebrühter werden und dann hoffentlich in den nächsten Spielen so ein bisschen kontinuierlich und Step by Step verbessern, dass wir auf einem höheren Level spielen können. Gutes Spiel von Aaron Cook, gutes Spiel auch von Billy Baptist und Mark Hill, die hier ordentlich gepunktet haben. Darrell Webb hat es noch ein bisschen schwer gehabt, war die Verletzung doch für ihn jetzt vielleicht doch ein bisschen eindrücklicher, als du ihn das zweite Mal gebracht hast, da war er dann wesentlich stabiler als beim ersten Mal. Also erstmal nicht jeder, der Punkte macht, hat ein gutes Spiel gemacht. Ich muss nur häufig genug werfen, dann treffe auch ich. Ist einfach so. Meine Spieler treffen hoffentlich häufiger als ich, weil sie hoffentlich auch aus besseren Situationen werfen würden. Ich müsste vielleicht von der Mittellinie mit dem Überkopfwurf draufschmeißen. Aber nicht jeder, der viele Punkte macht, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Da haben einige Leute heute ein bisschen zu viel Aktion forciert, die wir eigentlich nicht haben wollen. Sehe ich aber drüber weg, weil man gemerkt hat, dass die einfach in dem Moment auch Entscheidungen treffen wollten. Das passiert dann halt, dass mal einer dann so ein bisschen überdreht. Darrell hat noch eine leichte Verletzung an der Schulter, ist noch nicht wieder hundertprozentig in Ordnung. Dazu hat er heute eine neue Aufgabe gehabt, musste zum ersten Mal von der Bank kommen. Für ihn eine neue Situation, auch vielleicht nicht so einfach gewesen da in der ersten Halbzeit, weil er vom Kopf her natürlich auch mit Sicherheit starten möchte. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat er es deutlich besser gemacht, hat deutlich besser verteidigt, im Angriff noch ein paar daneben gelegt, das passt dann schon. Aber da muss er dran arbeiten, dass er die nächstes Mal reinmacht und dann haben wir ihn auch wieder richtig. Okay, finally now. Two questions from the internet. First question to the guests from Düsseldorf. There's a question: Why did you put the two new players on the court? Because they practice only once with the team, and why didn't you trust on these guys who played better in the last games? That's a question. Maybe the friend who asked the question, he thought that Oberis was here. Maybe Oberis' spirit was here, but physically he was not here. So we played all the game with the ball in Oberis' hands. And we know very well that with Hill, Baptiste, and also with Aaron, they are a good outside, team. They can control the game. So in this atmosphere, with this roster, if you are not able to control the ball, in your hand, you can never do here. So what did you do? First of all, they don't practice two times with one practice. They practice, Hunter practice all the week with us. And Jayhan did only three practices. And at the end, he's playmaker. And we have to think that Philip is our some part of scorer, but he's scorer with the creation of the Aubrey Rees. He's not an individual creator. He gets the shots by the Aubrey Rees creation. So without it, it's too difficult for him. So first of all, we like to give Philip confidence. That's the reason we put, Jayhan, and I think he played perfect game for me. He missed some shots, but okay, this is very normal. And I think Hunter played good job. So when we are without Aubrey, so there would not be any possibility for us. About that, I think that we did the right thing, and about 25 minutes we stayed the game very successfully. So gut, also er hat die beiden spielen lassen, weil sie, der eine hatte dreimal am Training teilgenommen, der andere die ganze Woche, der Andrew Hunter. Er wollte die Spieler Baptist und Aaron Cook stoppen, die von außen kommen und gefährlich sind. Deswegen hat er auf die beiden gesetzt. Er findet, sie haben ein gutes Spiel gemacht, sie haben ihren Job gut gemacht. Insofern meint er, dass es auf jeden Fall richtig war, die beiden eingesetzt zu haben.
Ingo, an dich eine Frage, auch aus dem Internet, von Raphael. An Ingo, wäre es nicht besser, auf eine eingespielte Starting Five zu setzen, als immer eine andere Starting Five aufs Feld zu schicken? Also, wir haben fast die gesamte Saison mit der komplett gleichen Startformation gespielt. Wir haben nur eine Position, die wir wechseln. Deswegen verstehe ich die Frage da nicht wirklich. Also es ist besser, auf eine eingespielte Starting Five zu setzen, das ist richtig. Wenn eine Verletzung oder bestimmte Situationen einen Grund geben, dann etwas zu ändern, dann ändert man es natürlich. Heute war es ein bisschen die Verletzung von Daryl, aber natürlich auch, es sind immer mehrere Gründe, das kann ich jetzt eine Stunde lang ausführen. Ich sag's mal so, einmal never change a winning team, die haben Bayern geschlagen, dann muss ich nicht irgendwelche anderen Leute aufs Feld bringen, dann haben die sich auch verdient anzufangen im nächsten Spiel und da hat nicht jemand verdient anzufangen, nur weil er von uns auf der Gehaltsliste dann irgendwie mitgeführt ist. Also die haben ihren Job gemacht und es ist die Belohnung, dass du dann noch weiter anfängst. Dann eine Verletzung einmal von Daryl, das ist der zweite Grund und dann der dritte Grund ist, wir haben Aaron Cook auch nicht nur just for fun geholt. Das ist ein guter Spieler, der auch seine Anteile auf dem Feld haben soll, der einbezogen werden soll in das Spiel und der uns neue Qualitäten gibt, die wir vorher noch nicht hatten und die hoffentlich auch noch weiter ausbauen kann, sodass es uns weiter stärken wird. Deswegen kann es sein, dass die Startformation am Ende der Saison jetzt oder im letzten Saisondrittel eine andere sein wird, als im ersten Saisondrittel, aber ich glaube, wir sind schon ein sehr konstantes Team, was unsere Startformation angeht und ich glaube, ich bin da auch nicht gerade der Wildeste. Somit meine ich, dass die Fragen aus dem Internet beantwortet sind. Wir wünschen Düsseldorf eine sehr gute Heimfahrt, trotz der Niederlage. Wer ist euer nächster Gegner? Ehingen, okay. Wir haben als nächsten Gegner Kirchheim, auswärts. Was gibt es da zu reisen? Haben wir schon mal gewonnen in Kirchheim? Nein, wir haben da die letzten Jahre nicht gewonnen, überraschenderweise, auch völlig, völlig unerwartet bei deiner Frage. Wir haben es den Jungs schon jetzt direkt nach dem Spiel gesagt, was uns erwartet. Wir spielen immer Spiel für Spiel. Bis heute hat nur jetzt das Spiel gegen Düsseldorf gezählt. Jetzt zählt nur das Spiel gegen Kirchheim eine Woche lang. Und so müssen wir einfach denken. Mir ist ehrlich gesagt wurscht, gegen wen wir spielen, weil die anderen Gegner auch alle stark sind. Natürlich ist es für jeden von denen, die länger hier sind und für die Fans eine ganz besondere Sache. So, aber für uns von der Spielvorbereitung ist, wir bereiten das Spiel genauso vor wie das Spiel gegen Düsseldorf, versuchen unseren Plan durchzuziehen und am Ende müssen wir schauen, was bei rauskommt. Das war mir jetzt ein bisschen zu emotionslos. Martin, möchtest du gern gewinnen in Kirchheim? Hast du Emotionen in Kirchheim? Ja, also gewinnen wollen wir auf jeden Fall und ich glaube, die Kirchheimer Fans wollen uns erstmals dabei unterstützen. Ich habe gehört, die machen eine gelbe Wand, also organisieren, dass alle Fans in Gelb kommen und da ja unsere dritte Trikotfarbe gelb ist, werden wir natürlich in Gelb spielen, dass wir da uns wieder heimfühlen. Okay, es lässt hoffen. Also Düsseldorf, eine gute Heimfahrt. Euch eine gute Vorbereitung bis zur nächsten Woche. Ihr könnt noch ein bisschen feiern hier. Wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss.